Und der Jörg filmt eine riesige Kakerlake. Ja. Oh, was für ein Monster. Das Schaf auf dem Kammer? Das ist ein Franzosenkäfer. Er bewegt sich nicht. Ja, Tom, an der Ilse. Immer noch rot. Und hier sehen wir nochmal die Ilsefälle oder was davon übrig ist. Da drüben sind auch Wanderer. Und der Jörg ist voll begeistert. Das ist die Stempelstelle Bremer Hütte. Und der Thomas sagt, dass er keinen Stempel mehr haben will, weil er schon Stempelkaiser ist. Hier sieht man auch wunderschön. Moment. Moment. Den Brocken, ich glaube, da ist er. Nein? Da ist er. Ich versuche mal ranzuzoomen. Ja. Qualität wird, ja, super. Man erkennt sehr schön die Türme. Hm. Gut, weiter geht's. Nee. Ja, der Jörg hat gerade einen Brockenkäfer gefunden. Der wird jetzt erstmal in High Resolution abgelichtet. Und da hinten, da sehen wir einen umgestürzten Hochstand. Den hat sicherlich der Sohn von Silvia umgekippt. Der macht sowas ja gerne. Ja, der Jörg hat gerade eine Ameisenfarm entdeckt. Mitten auf einem Fingerhut. Digitales Cucurea. Oder so ähnlich. Kriegst du das drauf? Ich glaube schon. Sehr hübsch. Stempelsstelle Nummer 8. Das ist die Stempelsbuche. Vor vielen, vielen Jahren stand hier einmal eine Buche. Doch man wollte die eine Stempelstelle haben. Also brach man die Buche ab, zersägte sie in Bretter und baute daraus die Stempelstelle. Ach, und eine neue Buche gibt es dafür auch. Die steht hier eingezäunt und die alte wurde zu Brettern. Wunderschön. Unter diesem Wegweiser zweigt links der Weg ins Schneeloch ab. Er ist ziemlich zugewachsen, natürlich auch streng verboten, aber dort geht's hoch zum Schneelochweg. Ob da immer noch? Der arme kleine Mammutbaum, der ist ganz braun, man glaubt es kaum. Aber grün auch. Manche Ecken sind noch grün, das ist fein. Darum packen wir die Kamera jetzt wieder ein. So, wir befinden uns auf der Nordflanke des Brocken, ungefähr einen halben Kilometer unterhalb des Schneelochs. Jo, hier sieht man einen schönen abgestorbenen Wald, sicherlich noch das Waldsterben aus den 80ern oder auch die Castor-Behälter, die herüber geflogen werden. Da ist der Jörg, der macht gerade ein Panoramabild. Und der Mammutbaum lebt noch, aber er hat ein paar braune Flecken. Aber wir hoffen, dass er gut über den Sommer kommt, dann hat er es vielleicht geschafft. Wir haben erstmal einen kleinen Befestigungspfahl rangemacht, damit er auch schön gerade steht. Er steht da jetzt ungefähr 8 Monate hier oben, aber er ist noch am Leben. So, da hinten ist irgendwo der Scharfenstein und der Südharz. Und das war auch schon das Panorama. Mehr aufrichten. Genau. Das ist ein Panorama vom Südharz. Da ist der Jörg. Er hat gerade den Mammutbaum wiederbelebt. Kann man ja als Heilpraktiker. Und da ist der tote Wald unterhalb des Schneelochs. Und da ist die Brocken-Nordflanke. Den Gipfel sieht man leider nicht, aber der müsste jetzt hier ungefähr hinterm Wald sein. Ungefähr 2 Kilometer Luftlinie. So, wir befinden uns jetzt auf der XYZ-Klippe. Da unten ist der Jörg. Da ist der abgestorbene Wald. Da ist Ilsenburg irgendwo. Da ist Ilsenburg. Thank you.
muss irgendwo der Scharfenstein sein. Und da geht's zum Brocken hoch. Der Brocken, man sieht ihn doch. Da bellt ein Hund. Hier ist lauter toter Wald. Der Jörg ist gerade von der Klippe gefallen. Joa, da hinten ist die Zeta-Klippe. Und da ist Ilsenburg. Vorland. Da ist das geheimnisvolle Haus am Kreuz oder wie das heißt. Und da muss irgendwo der Scharfenstein sein und die Hermannsklippe. Da hinten ist der Scharfenstein. Wow, toll. Wir sind wieder auf verbotenen Wegen unterwegs. Zum Glück ist kein Förster zu sehen. Und der Hund bellt immer noch auf dem Brocken. Wahrscheinlich wollen sie den heute noch braten. Und Jörg hat die seltenste Harzpflanze aller Zeiten entdeckt. Die Plantus imaginarus. Imaginarus. Guck mal, oder ob das Fleischfressen ist, sieht fast aus wie Sonnentau oder so. Sicher? Die hat so. Und der Jörg hat den lange verschollenen Superkäfer aus dem Harz entdeckt. Myrasticus giganticus. Er wächst innerhalb einer Minute um das 40-fache. Gleich wird er größer. Das Problem ist, es stellt sich natürlich nicht auf den Käfer scharf. Und der Käfer stellt sich mal wieder nicht scharf. Und da vorne ist schon der Scharfenstein. Da müssen wir jetzt rauf. Aber vorher essen wir eine Bockwurst. An der Rangerstation. Mal sehen, ob der Typ mit der Glatze wieder da ist und uns dumme Geschichten erzählt. Stempelstelle 2, Scharfenstein Rangerstation. Da ich schon Wanderkaiser bin seit 2 Wochen, brauche ich mir keinen Stempel mehr zu holen. 15 Minuten dauert es, dann sind wir oben. Jörg ist schwer begeistert und wir gehen jetzt auf den Scharfenstein hoch. Der ist irgendwo da oben. Oh, da kommt ein Gewitter. Was? Oh nein. War da jetzt wirklich hoch? Ja. Jetzt sind Todessterne. So, wir sind auf dem Weg zum Todesstern. Darth Vader erwartet uns schon. Ich bin dein Vater. Luke, ich bin dein Vater. Irgendwo Leugnen, muss jetzt die Abzweigung kommen. Erhebt euch, mein Freund. So, wir befinden uns auf dem Scharfenstein. Da unten ist die Rangerstation und die Imbissbude und da ist der alte Kolonnengrenzweg zum Brocken hoch. Brocken kann man gut erkennen. Rechts davon die Kuppe, das ist der kleine Brocken. Da sieht man einige Klippen, das müsste die eventuell die kahle Klippe sein, die man dort sieht. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Da hinten ist schon der Westharz. Das sind die Luisenklippen. Neben das Torfhaus. Fertig, weil es gerade anfängt zu schneien. Das ist am 14. Juni 2008. Und da hinten ist der tote Wald. Da steht der Mammut drauf. Ach,
Ja, da kann man ja die Zeta-Klippen noch sehen. Zumindest so ansatzweise. Oh, das war ein wunderbarer Tag. Genau, und jetzt geht es nach Wissenburg. Abstieg vom Scharfenstein. Da unten ist der Eckerstausee. Und jetzt wird wieder Wunderwunsch. Probieren. Da unten ist dieses berühmte Gehöft. 500 Jahre alt oder so. Das ist der Tiefenbach. So tief ist er gar nicht. Nö. Düster war es.